tot. Verdammter Mist. Oh, verdammt! Was ist hier los, Boss? Wir sterben wie die Fliegen. Ich habe Ihnen alles gesagt, was ich weiß. Mein Wort darauf. Und jetzt zur Seite. Ich muss ihn neutralisieren. Mach's gut, Kumpel. Maximales Tempo. Aufpassen, Jungs. Kommunikationszentrum voraus. Geben Sie mir Deckung, Nomad. So, und so starten wir die zweite Folge von Crisis. Wenn ihr mal alle, ja, wie sagt man, das sind ja Schnellfeuergewehre. Psycho, geben Sie uns Deckung. Okay. Nomad, Sie kommen mit. Ich kann auch einfach reinlaufen. Nichts als Leichen. Sonst ist alles okay. Drücken Sie zum Ü-Wagen vor. Greife auf den sicheren Kanal der KVA zu. Nomad, Sie und Psycho sichern das Gelände. Munition. KVA hält im Dorf einen Zivilisten fest. Das ist nur ein Klick entfernt. Und einer von Rosenberg läuft nicht bei. Nomad. Durchsuchen Sie das Dorf und sammeln Sie möglichst viele Informationen. Ich bleibe hier und überwache Ihren Funkverkehr. Die Lokalisierung der Geisel hat Priorität. Verstanden? Verstanden. So. Psycho wird Ihnen helfen, sobald wir hier fertig sind. Alles klar, Chef. Maximale Panzerung. Alle Klärchen, Popärchen. Dann werden wir hier mal weiter rumalbern. Wir klauen uns mal das Auto. Ganz langsam, Jungs. Hier wimmelt es von Scharfschützen und Patrouillen. Ich werde jetzt einen Treffpunkt sichern. Wir bleiben in Kontakt. Nomad, ich suche mir eine erhöhte Position. Melde dich, wenn du im Dorf bist. Da war irgendwo einer. Komm her, Eli. Schießt und dann irgendein Tritt. Da kommen welche angelaufen. Oh, den hier will ich haben. Okay, die Bäume sind unfällbar, aber die Bäume kann man fällen. Klar. Rauskommen, raus, wo immer du auch bist. Oh, oh Gott, gut, dann fahren wir deine Freunde. Jetzt raus. Und da geht's richtig ab da. Nein. Ich wollte gerade sagen, habe ich keine Emotion mehr. Das ist heiß gelaufen.
Nein. Ich hol euch. Ist das schön. Das Auto gut. Sollte jeder haben. Naja, egal. Wenn wir jetzt mal wieder ordentlich spielen hier. Nur noch die zwei hier. Ich muss immer die F-Taste, das darf ich. Ich verwechsel das immer noch. So, davon habe ich sowieso nur ein paar Schuss. Renorten, Renorten. So, kann ich dann irgendwas hier? Wir haben leider nichts anderes anzuvisieren hier. Munition nicht voll, Munition nicht gut. Ich glaube, jetzt fahren wir nicht mal mit dem Auto runter. Wo geht's eigentlich dahin? Noch nie geguckt, wo es dahin geht. Achso, ich hätte jetzt hier auch oben längs gehen können, so ein Schleicherweg oder wie? Du hast ja keine Ausdauer wie bei den anderen Spielen. Sie nähern sich einer Radarstation der KVA. Finden Sie ein Terminal und greifen Sie auf Ihr taktisches Netzwerk zu. Halt klar, Chef. Halt klar. Das Problem ist nur immer wieder, ich gucke hier sogar noch anderen Kram, aber Chef, ich versuche das zu machen. Chef, ist gut, Chef. Chef, böse Buben, Chef. Runter, runter! Chef. Ich habe welche mit der Granate erwischt, Chef. Ich töte sie alle, Chef. Nein. Oh, noch einer. Achso, ich dachte schon, was ist das denn? Ich hab was gehört. Ich höre was. Also Personal haben wir echt viel, oder? Da oben ist einer. Maximales Tempo. Maximale Panzerung. So, jetzt glaube ich, habe ich sie alle erledigt. Das ist wie ein schöner Tag, um zu töten. Terminal. Achtung, wir haben jetzt die exakten Koordinaten. Ihr Kontakt wird im Schulgebäude festgehalten. Checken Sie Ihr Navi. Sie haben irgendwas auf dem Monitor. Wie es aussieht, nähert sich uns eine Flotte. Es muss die Kavallerie sein. Eine ganze Flotte nur für uns? Das kann Ihnen egal sein. Konzentrieren Sie sich auf die Befreiung der Geisel. Boah, richtig Actionmusik hier jetzt. Dum, 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 dum. Ja.
Das andere. Ah. Ach, du hast doch noch überlebt. Der Killer, denn so will er. Das sind nicht meine Kante. So ein richtig geiles Snipergewehr, das wäre jetzt so richtig geil, so richtig von hier so boom, boom, boom. Da hätte ich richtig Bock drauf. War hier nicht irgendwo ein Turm, irgendwas? Das erinnert mich gerade so eher an Bad Company hier, das Ding gerade. Oh. Das Ding ist, dass da hinten jetzt irgendwelche Schützengräben, glaube ich, waren, oder? Das ist schon so lange her. Aber ich glaube, das war. Hier ist Psycho. Ich rücke jetzt in das Dorf vor. Ich gebe dir Feuerschutz. Du gibst mir Feuerschutz. Das ist gut. Da drüben ist einer. Der hat sich gerade bewegt. Ist das nicht schön? Guckt euch das mal an. Mal ganz ehrlich. Oh. Das sieht doch echt geil aus, oder? Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Oh. Oh. Ich finde, wir gehen da hin, schießen den einen voll in die Fresse und dann machen wir Action. Energie kritisch. Maximale Panzerung. Das da sieht aus, als könnte es explodieren. Auch. Ah. Oh. Ist das nicht geil? Große Explosion! Steck dich in der Telefonzelle! Bestimmt nicht getroffen durch Glas. Stirb, Koreaner. Du weißt ja nicht, dass ich Amerikaner bin. Also im Spiel gesehen, so. Woher weißt du das? Bitte für ein schnelles Ende. Nein. Flinte, ne? Ah, Flinte will ich jetzt nicht. 75 Schuss. Da, einer böse auf mich und schießt mir was Großes.
Nein. Au. Du tust das an, ey. Hör doch auf damit. Ah, ist das geil, oder? Ist das nicht geil? Ist das nicht geil? Wer brauchte denn schon damals Battlefield? Runter, los! Holt euch den Kerl! Er hört uns! Er gehört mir. Ein bisschen die Luft sauber gemacht. Nein. Oh, hast du dich selber erledigt? Holy fuck. Jetzt wird's. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Oh, der hätte mir. Der hätte mir Aua machen können, du. Munition. Jungs, ihr habt doch immer Munitionslager. Oh. Ist ja geil. Oh, Raketenwerfer, voller Raketenwerfer hier. Ich werd gleich Spaß haben. Hättet aber echt verdammt wenig Waffen, oder? Maximale Stärke. Ja, das fehlt leider, dass man. Hier konnte man sich noch nicht hochheben. Im anderen Teil ging es ja schon. Prophet, ich bin im Rathaus. Scheint das Hauptquartier der KVA zu sein. Hier sind Pläne einer Forschungseinrichtung. Das muss unsere Ausgrabungsstätte sein. Mhm. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Maximale Stärke, maximale Panzerung, maximale Unsichtbarkeit. Robert, sichere das Gebäude! Ich komme! Was ist das? Das ist uns! So, da kriegt die Pumpgun auch einen Sinn. Was oben? Unten? Unten oben? So. Alles klar. Gott sei Dank, Mann. Gibt's eine Pumpkin? Wir haben kein Recht, uns hier festzuhalten. Ihr Projekt untersteht jetzt der koreanischen Volksarmee. Nun wird ein Den Koreanern. Junge, verrückt. Sagen Sie mir. Die CIA. Die CIA? Wir sind ein ziviles Forschungsteam, das im Auftrag Ihrer Regierung hier ist. Da ist noch eine. Leichen, die verschwinden. Ja, ist, ja. Ich glaube, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, dann reden die auch Koreanisch und dann verschwinden die auch nicht. Glaube ich, irgendwie so war das. So. Machen wir kurz an der Punkt Schluss.